Trägerrückgewinnung aus dem unmodulierten Träger hatten wir. Einfache PLL, kurz reviewed, eventuell machen wir das noch in Ptolemy. Jetzt wollen wir uns angucken, wie wir das aus dem modulierten Signal wieder rauskriegen. Das ist ja vielleicht der spannendere Teil, nicht? Weil das ist auch genau das, was jetzt eben für die digitale Modulation ganz wunderbar greift. Greifen wir uns einfach mal die BPSK raus. Ist jetzt nicht so aufwendig oder so und gucken einfach mal an. Wir haben hier jetzt ein Datensymbol mit dem Cosinus Omega und mit dem D-Cosinus Omega T drauf und das wird jetzt im Empfänger kohärent runtergemischt und ja, es ist falsch. Eigentlich ist DQ gleich 0 bei der reinen BPSK. Wir lassen es einfach trotzdem mal drin und eigentlich müsste da jetzt noch Minus stehen. Wir lassen trotzdem das mit dem Plus da stehen, weil es darauf nicht ankommt. So, wenn wir das jetzt hier einfach mit dem Sinus multiplizieren und dann LPF heißt Lowpass filtern, also einfach integrieren darüber. Nicht? Also was wir eigentlich tun, ist nichts weiter als die hochfrequenten Komponenten wegschmeißen. So, das ist das, was diese Operation LPF macht. Ja, nur damit man sich da nicht verläuft. Also wir modulieren hier den Träger ran, wir nehmen hier den Sinus aus gleich offensichtlichen Gründen und dann kommt eben hier das DI mal Sinus Phi raus und das DQ von T mal Cosinus Phi. So, hier haben wir wieder unser phasenproportionales Signal hier, das aber hier vom DI, also von dem Datensymbol hier vorne noch mit abhängt. Hier haben wir was, was ist nicht unbedingt phasenproportional, sondern eher so, wenn das Phi klein ist, 1 und hängt von der Quadraturkomponente ab, die sonst woher gekommen ist oder vielleicht auch gar nicht da ist. Wenn wir das mit dem Cosinus machen, kommt eigentlich das Umgekehrte raus, wenn Sie das miteinander vergleichen, hier ne? Sinus, Sinus, Cosinus, Cosinus, also kreuzweise, was man sich hätte denken können. So, wenn wir jetzt ein reines BPSK-Signal haben, dann haben wir erst einmal dQ gleich 0 und DI-Betrag gleich 1, das ist die statistische Natur von diesem Ding. Ne? Also das DI hat immer Betrag 1, das ist ein Plus und Minus, fertig. Und das DQ ist eigentlich immer 0. Das heißt, die D1 und D2, die wir da als Zwischenergebnisse ausgerechnet haben, sehen einfach so aus. Nichts Besonderes. Und wenn man die beiden jetzt miteinander multipliziert, kann man ja mal tun, wie kommt man drauf? Man hat es ausprobiert oder hat es hergeleitet, was auch immer. Wenn wir die beiden jetzt miteinander multiplizieren, dann steht hier DI Quadrat. Viertel spielt keine Rolle, ich habe es mitgezogen, damit man hier gleiche Seiten schreiben kann. Mal Sinus Phi mal Cosinus Phi und das ist proportional zu Phi, weil das hier dI Quadrat ist immer 1. Ne? Können Sie machen, was Sie wollen, ist immer 1. Das heißt, Sie haben also aufgrund dieser Operationen hier, die wir gemacht haben, also Quadratur mischen im Prinzip, was man für die BPSK bei idealer Phasenlage nicht hätte machen müssen. Da hätte ja einfach eine Komponente gereicht, haben wir nicht gemacht. Wir haben wieder Quadratur runtergemischt mit dem I- und Q-Anteil. Haben dann die tiefers gefilterten Teile miteinander multipliziert, hier, und dann kommt das phasenproportionale Signal dabei raus. Fertig. Ja, und das kann ich genauso in die PLL einspeisen, wie ich das vorher auch gemacht habe. So, dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, weil ich da noch eigentlich nicht mal. Die Tiefpassfilterung könnte ich genauso durchziehen. Entscheiden muss ich auch nicht. Das geht nicht die Entscheidung hier ein, sondern eben nur diese Signale, die hier vorne ankommen. So. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich hier eine Mehrdeutigkeit von Phi von 180 Grad drin habe. Ne? Wenn ich hier nämlich Phi' gleich Phi plus Pi, also das Ganze um Pi verschiebe, dann kommt hier wieder genau dasselbe Signal raus wie vorher, weil nämlich beide Signale negativ sind und dann eben Minus mal Minus wieder Plus ergibt. Das heißt also, das, was Sie eben angesprochen haben, also wenn das erste Symbol schon Grütze ist und ich daneben liege, dann habe ich eben hier die Mehrdeutigkeit und wenn ich hier eine Phasendrehung von mehr als 180 Grad schon am Anfang, danach regelt sich das ja ein, schon am Anfang drin habe, dann habe ich eventuell aus allen Einsen Minus Einsen gemacht und umgekehrt. So, das muss man halt vorher durch eine Synchronisation rauskriegen oder im Fall der BPSK, ich meine, wenn du 100% Bitfehler hast, dann hast du halt 0%. Ne? Also ist dann nicht so schwer, das hinterher dann zu korrigieren.
So, was will das zeigen oder will das sagen? Durch einen einigermaßen intelligent gewählten Algorithmus kriegen Sie das Signal aus der BPSK sauber wieder raus. So, wie baut man das auf? Das ist nämlich genau das hier. Das Ding heißt dann Costas Loop. Hier sehen Sie mit Cosinus und Sinus diesen Quadraturdemodulator an der Stelle. Hier sehen Sie die Tiefpassfilter, das ist einfach ein RC-Glied, also ein digitalisiertes RC-Glied, was ich Ihnen eben kurz skizziert habe, wie ich das gemacht habe. Die beiden werden miteinander multipliziert, nochmal Tiefpass gefiltert, weil jetzt ja auch wieder Summenkomponenten entstehen können. Also das zeigt leider in die falsche Richtung, der Signalfluss ist hier nach links, auch wenn die... Ne? Und dann, wie vorher auch, als Regelsignal in die PLL wieder eingefügt. Und das hier sind natürlich VCOs, also Voltage Controlled Oscillators, die eben, deren Frequenz eben gerade aus dem Signal hier abgeleitet wird. Weiter ist das nichts. Und dann geht es wieder hier oben rein. Also eigentlich ist es eine PLL, die eben nur hier aus zwei Zweigen da ihr Regelsignal zieht. Der Phasendiskriminator, wenn Sie so wollen, ist ein bisschen aufwendiger aufgebaut. Besteht nämlich aus drei Multiplikatoren und zwei Filtern. Gut, ja, und danach das Signal, das hier jetzt eben rauskommt, hier in dem Fall aus dem I-Zweig, das führen Sie jetzt auf das Rayleigh-Cosine-Filter mit dem Downsampler dahinter. Ich habe das separat aufgebaut und dann geht das hier in den ganz normalen Entscheider rein, den wir ja schon kennen. Weiter ist das nichts. Nicht? Und das funktioniert tatsächlich auch. So, BPSK ist jetzt nicht unbedingt unsere Lieblings-, also meine schon, aber vielleicht nicht für Sie die Modulation, die Sie am allerliebsten haben wollen, weil da natürlich relativ wenig Bit pro Hertz übertragen werden. Schöner wäre es natürlich, oder pro Symbol, schöner wäre es natürlich, man könnte das Ganze auch mit höherwertigen Modulationen machen. Und das kann man mit einer QPSK auch noch ohne weiteres tun. So. Da enden wir wieder damit, dass wir hier die Ausgänge von diesen D1 und D2 haben. Die hatten wir hier schon an der Stelle, nämlich einfach die Cosinus multiplizierten Werte. Das ist das, was hier steht. Da sehen Sie wieder, wie schön kreuzweise das ist. Und daraus bilden Sie erst einmal hier diese D1-Strich, D2-Strich durch die Vorzeichenbildung. Und wenn jetzt Sie davon ausgehen können, dass die Phasenabweichung klein ist, da, das ist eigentlich immer die Annahme. Also wenn Phasenabweichungen einfach irre groß werden, dann versagen die ganzen Loops, allein schon deswegen, weil die Linearität nicht mehr gewahrt ist. Nicht? Also keine sonderlich harte Annahme, die Phasenabweichungen sind erst einmal klein. Und natürlich, DI-Betrag ist gleich DQ-Betrag, dann kann man das annehmen. Dann ist der Cosinus-Term immer größer, also der Term hier immer größer als der andere Term. Und die D1 und D2, die werden ungefähr zu Vorzeichen von DQ mal Cosinus Phi und Vorzeichen von DI mal Cosinus Phi. So. Wenn ich die jetzt kreuzweise multipliziere, nämlich also einmal das Vorzeichen gebildete mit dem anderen Signal, so multipliziere, dann kriege ich irgendein Kuddelmuddel raus. Und wenn ich die Differenz daraus ziehe, dann kriege ich wieder, und das mittele, dann kriege ich wieder mein phasenproportionales Signal hier mit dem Sinus Phi raus. So, wenn natürlich DI und DQ gleich 1 sind, was bei der QPSK der Fall ist. Schauen wir uns das schauen wir uns das hier mal an. Genau, das ist das mit der QPSK. Okay, so.
Die ganz normalen Lokaloszillatoren, die ganz normalen Multiplikatoren. Das hatten wir schon vorher mit dem D1 und D2, die wir bestimmt haben. Die Tiefpassfilterung und die Quantisierung an der Stelle. Die Quantisierung ist nichts weiter als die Vorzeichenbildung hier, ne? Also da wird das plus 1 und das minus 1 dann dabei herauskommen. Hier die kreuzweise Multiplikation da drauf und da drauf. Das heißt also, das D2 wird jetzt mit dem Vorzeichen von D1 multipliziert und das D1 wird mit dem Vorzeichen von D2 multipliziert. Hier, die werden voneinander abgezogen und dann geht es hier als Regelsignal in die Loop und er lockt da drauf ein. Das war es eigentlich. Kann man mathematisch oder mathematisch zeigen, dass es so ist. Habe ich hier getan. Kann man jetzt hier in Mathematik oder anders auslegen, wie immer man möchte. Gut. Hier haben wir jetzt die Mehrdeutigkeit, weil wir ja vier Phasenzustände haben. Das habe ich eben hier vorne schon mal angedeutet, nicht? Weil wir vier Zustände haben, haben wir hier natürlich eine Mehrdeutigkeit von 90 Grad. Das heißt also, wenn Sie mehr als 90 Grad Phasendrehung haben, dann springen Sie im Prinzip auf die gedrehte Konstellation und dann haben Sie da auch wieder Grütze. Also auch da müssen Sie vorher erst einmal auf 90 Grad genau, also auf Pi halbe genau Ihre Phase hingedreht haben und Ihren Lokaloszillator gesynkt haben. Und dann können Sie in diese Kostas-Loop reingehen. Erst dann macht es Sinn. Weil ja auch, aber man ist kein Widerspruch zu dem, was ich hergeleitet habe, weil wir auch immer davon ausgegangen sind, dass das Phi klein ist. Und ein Phi von 90 Grad ist bei trigonometrischen Funktionen sicherlich nicht klein. Ne? Sondern schon ziemlich entscheidend. Gut, das kann ja schon erstmal, wenn Sie da nur 45, 50 Grad kann das am Anfang schon sein. Am Ende dann sind Sie schon bei wenigen Grad. Ja, am Anfang, wenn jetzt einfach das erste Signal kommt, Ja. dann war das ja schon grob hingerichtet, also über diesen Pilot. Genau, Sie müssen es vorher erstmal synchronisieren und da müssen Sie unter 90 Grad fallen. So, dann müssen die ersten Signale einigermaßen rauschfrei sein, weil sonst springen sie nämlich allein schon aufgrund des Rauschens wieder aus ihrem Entscheidungsraum raus. Also ist wahrscheinlich eine vernünftige Annahme zu sagen, ja, 45 Grad plus minus, nee, doch, mehr darf es halt nicht sein. Oder eher noch weniger. Und wenn dann gelockt ist, damit sie auch eine vernünftige Performance in der Demodulation haben und der Signalrauschabstand nicht zu groß und zu groß sein darf, haben Sie dann hinterher im Empfänger wenige Gradfehler. Also Handvoll. Ja, natürlich. Bitte? Eine Quamm funktioniert ja nicht einfach so, weil die ganzen Voraussetzungen für die Quamm ja nicht gelten. Da haben ja nicht alle Symbole die gleiche Energie. Das war hier eine Voraussetzung. Also dQ-Betrag gleich dI-Betrag. Immer. So, die Voraussetzung ist bei der Quamm nicht erfüllt. Also das Verfahren so funktioniert bei der Quamm nicht. Sie könnten das erweitern auf eine Q-PSK, auf eine 8-PSK. Da könnte man noch drüber reden. Also bei einer 8-PSK immer noch die Voraussetzung haben, dass die Symbole immerhin alle die gleiche Energie haben. So. Ja, solange es auf einem Kreis bleibt. Ja.
Aber auch nicht das, das müssen also nicht genau dieses Verfahren. Dieses Verfahren, der Costas Loop, das ich jetzt gerade dargestellt habe, funktioniert nur für die QPSK. Für die 8 PSK müssten Sie die Formel noch mal ein bisschen anders herleiten und die Verbindung und etwas anders ziehen. Also das sind schon Verfahren, die sehr speziell auf diese eine Modulation zugeschnitten sind. Und wenn Sie so wollen, es sind Beispiele dafür, wie man es machen könnte. Es ist nicht so, man macht es immer so. Ja. Es gibt noch sehr viel Spielraum. Sind nur zwei Beispiele dafür, wie es bei den Modulationen, die wir hier kennengelernt haben, funktionieren könnte. Und in der Simulation oder auch in der Praxis auch tatsächlich funktioniert. Heute mit schnellen Rechnern und so werden Sie eher so diese Decision-Directed Loops machen, was ich da unten mal angeführt habe. Nicht? Sie machen eine Entscheidung und aus der Entscheidung leiten Sie den Phasenfehler ab und damit korrigieren Sie oder daraus generieren Sie Ihr Regelsignal. So, das ist nämlich das hier, Trägerrückgewinnung für allgemeine Modulationen. Ne? Und im Prinzip kommt man daraus, dass hier, ich habe das mal überschlagen, warum das nicht so richtig gut funktioniert, dass wenn Sie das mit dem UMTS machen, mit 3,84 Megachips pro Sekunde und so, dann kommen Sie hier darauf, dass etwa alle 500 Perioden dieses 2 GHz-Trägers da überhaupt ein neues Regelsignal zur Verfügung steht. So, und das erfordert dann eben schon eine Genauigkeit der VCOs von 125 ppm. In der Praxis sind die natürlich noch viel enger spezifiziert, aber das wäre so das, was in der Theorie überhaupt möglich wäre. Und das kriege ich in der Simulation hier nicht mehr hin. Also so lange können wir gar nicht warten. Also so lange ist die Vorlesung dann doch nicht, bis wir das da sinnvoll simuliert haben. Ne? Also einfach aufgrund der Laufzeiten. So ist es schlichtweg. Deswegen stelle ich Ihnen nur vor, dass es das hier gibt. Denn Sie müssen beim UMTS natürlich erst einmal auf die QPSK überhaupt kommen. Das heißt, Sie müssen das gespeiste Signal wieder zusammenrechnen, dass Sie überhaupt das QPSK-Signal wirklich haben. Und dann müssen Sie sich darauf locken mit der Entscheidungsfällung und so. Und das dauert eben einfach irre lang. Funktioniert, wenn die beiden Oszillatoren von vornherein schon ziemlich gut sind. Und das kriegt man mit Quarz und so weiter natürlich hin. Gut, so. Worüber wir jetzt gesprochen haben, war die Trägerrückgewinnung. Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Im Prinzip haben wir ja zwei Oszillatoren laufen. Nämlich einmal den für den Träger, der für die Frequenz des Kanals und die Phase des Kanals zuständig ist. Und dann haben wir natürlich noch den Symboltakt, nicht? Also ist noch ein zweiter da. Also wir müssen jetzt ja auch die Entscheidungen zur richtigen Zeit fällen. Darauf kommt es ja an. Also wenn Sie jetzt irgendwo eine QPSK haben, digital, und Sie haben da irgendwo, fällen Sie dann, wenn es Ihnen gerade gefällt, die Entscheidung, dann kann es mal sein, dass Sie halt daneben liegen. So, natürlich ist der Takt sehr viel langsamer, das ist ja richtig, aber auch da müssen Sie natürlich genau, also wenn Sie ideale Performance haben wollen, an genau der richtigen Stelle die Entscheidung fällen. Also müssen Sie auch da regeln, nämlich auf den Symboltakt regeln. So, ja, gut, und das ist eben jetzt die Taktrückgewinnung, ne? Also im Prinzip die zweite Loop, die dann nochmal laufen muss, damit sie auch an der richtigen Stelle eben da, wo alle anderen Symbole und die Intersymbolinterferenz am kleinsten ist, dass sie an der Stelle dann eben auch die Entscheidung wirklich fällen. Ja, wir haben es bislang immer gemacht, wenn es ideal war, dann ist das eben Dezimieren und Dezimationsfaktor minus 1 ist die Entscheidungsphase. Gut, so soll es auch sein, aber wie läuft eben der Takt für die Entscheidung? Das konnten wir oder kann ich mit Ptolemy sowieso nicht mehr simulieren, weil dann müsste ich ja in nicht integer Takten Sender und Empfänger auseinanderlaufen lassen. Und das hinzukriegen, das erfordert dann eben doch ganz, ganz hohe Simulationszeiten wieder. Und sehr hohes Oversampling. Okay, also aber im Prinzip ist das auch nichts weiter als eine, das nicht irgendwo zeigt. Im Prinzip ist das auch nichts weiter als eine PLL, die dann darauf läuft. Hatte ich nicht hier irgendwo? Nö, hab ich nicht.
Okay, Problem erzählt, Lösung nicht geliefert. Kanalkodierung, Erweiterung für Funkkanäle ist was denn? Jo. Nee, müssen auch, kannst du die Zeit auch nur einmal einsetzen, nicht? Also, wenn man halt Geschichten erzählen möchte, kann man nicht so viel Stoff machen. Ne? Kann ich da aber noch eine Frage dann zu stellen? Kann man das dann geschickt kombinieren mit ja. den Pilothöhlen, dass man dann die Trägerrückgewinnung und die Symboltaktrückgewinnung Synchronisation quasi mit eins mit einem Pilothol macht? Ja. Naja, klar, ich meine, wenn Sie einfach nur die ganz einfache Synchronisationssequenz ein, aus, am Anfang wegstecken, dann haben Sie natürlich auch den Symboltakt da schon mit drin. Da ist der Träger natürlich mit drin, der in der Phase sich sogar ändert und auch der Symboltakt ist da mit drin. Und das kann man natürlich jetzt auch noch sehr viel schöner machen, indem man da etwas ausgefeiltere Sequenzen verwendet. Na, Sie könnten ja eine PN-Sequenz oder sowas Ähnliches in die Mitte irgendwo reinschicken und dann können Sie darauf eine volle Korrelation machen. Dann können Sie nicht nur die Korrelation, nicht nur die Frequenzabweichung, sondern auch die Frequenzdrift vom ersten zum letzten oder sowas erfassen. Also da geht mehr. So, jetzt würde ich mich gerne einmal nochmal hier um Kanalzugriffstechniken kümmern. Der eine Teil daran ist jetzt wieder einfach nur so, wie macht man es, was Sie wahrscheinlich auch schon kennen, weil Sie auch alle schon mal Radio gehört haben, nicht? Und natürlich da verschiedene Sender auswählen und Sie wissen, wie das funktioniert. Aber das steigert sich dann, dass wir tatsächlich mal ausrechnen, wie effizient ist denn jetzt eigentlich das GSM-System. Und dann können wir daraus einige Probleme der Mobilkommunikation auch ableiten und einige Lösungen werden einem dann auch viel klarer. So, wir haben insbesondere beim Funk, beim Kabel ist das nicht gar so schlimm. Beim Kabel, wenn du halt mehr brauchst, machst du halt mehr Kabel. Ne? Also legst dann neues. So, das geht in einem fast unbeschränkten Maße. Also es gibt natürlich cleverere Varianten, aber mindestens das geht. Ne? Das geht beim Funken so ohne weiteres nicht. Beim Funken stören ja immer alle. Ne? Und alle können alle anderen hören, wenn sie nur dicht genug beieinander sind. Und da die Dichte zu erhöhen, die Kommunikationsdichte, ist nicht gar so einfach. Trotzdem haben wir immer noch das Ziel, dass hier verschiedene Leute miteinander sprechen wollen. Und dann eine Variante ist zum Beispiel hier das Frequency Division Multiple Access. Da, sodass also jedem Nutzer, dieser Nutzer kann jetzt hier SW1, 2, 3 sein oder was weiß ich was, oder Radio Regenbogen 1 und 2, ne? Jedem ist eine eigene Frequenz zugewiesen. Völliges Standardverfahren oder das kann irgendwie ein militärisches Radar sein und das ist unser ISM-Band oder irgend sowas. Also vollkommen unterschiedliche Dienste auch. Was ist der Punkt hierbei, der Schwierigkeiten macht? Sie müssen immer irgendwelche Lücken dazwischen lassen. Also Sie können nie 100% des Bandes wirklich ausnutzen. Ja, und Sie brauchen auch, selbst wenn das an unterschiedlichen Orten ist, bis Sie eine Frequenz wieder benutzen können für einen anderen Dienstleister, brauchen Sie dazwischen eine Lücke. Also bis eben die Signale, meinetwegen vom SWR2, die müssen halt so weit abgeklungen sein, dass sie sich nicht mehr mit dem HR1 stören. Also nur um Radiosender zu nennen. Ne? Nee, nicht Time Division, sondern Entfernung, Space. Ach so. Ja? Also Sie können die Frequenz eben erst, die können Sie nicht, also wenn Sie tatsächlich sagen würden, Baden-Württemberg hört SWR und Hessen hört HR und Sie haben da irgendwie Sender stehen, die so einigermaßen auch noch die Landesgrenzen ausleuchten. Nicht? Also man hat ja jetzt keine Konflikte mehr mit den Hessen. Nicht? Was Sie trotzdem nicht haben wollen, ist, dass wenn Sie so bei Darmstadt sind oder wo ist das da, oder da Viernheim oder so, ne? Dass Sie da dann plötzlich das Problem haben, dass Sie gar nichts mehr empfangen können, weil nämlich der Baden-Württemberger Sender meint, er braucht die gleiche Frequenz wie der hessische Sender und an der Stelle überlappen sich gerade. Das ist doof. Vom hessischen SWR. Ja, Rheinland-Pfalz und. Das ist mir auch schon mal passiert. Es gibt nämlich Abschnitte, die unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Veranstaltungsempfehlungen. Und ich war hier auf der A5 und. Also, es war quasi die gleiche Sendung.
habe immer abwechselnd die Veranstaltungen von der anderen Pfalz und von das würde ich aber, das würde ich aber vermuten, dass das an Ihrem Radio lag. Weil die modernen Radios natürlich Senderlisten entweder mithören, ne, die kriegen sie mit über den Sender übermittelt oder hinterlegt haben und die suchen sich dann den, der am stärksten funktioniert. Und das kann natürlich sein, dass in der Senderliste irgendwo dahinterlegt ist, das ist der SWR, die machen da keinen Unterschied zwischen RP und BW, ne, und dann springt der mal auf den, mal auf den Rheinland-Pfälzer und mal auf den Baden-Württemberger. Deswegen habe ich eben ja gerade nicht Rheinland-Pfalz genannt, sondern Hessen. Weil da ist das nicht so. Ja, weil, weil das völlig andere Sender sind, ne? So, also da gibt es das, also da gibt's das Problem nicht. Ja, aber die senden natürlich unterschiedliche Frequenzen. Ja, aber Ihr Radio, wenn Sie durch die Gegend fahren hier, also früher, als Sie noch, so, wie war der Spruch, als wir noch alle in der Scheiße lagen, Sie in den Windeln, ich in den Ardennen oder so, ne? Da, das ist ganz lang her. Wenn Sie allein durch Baden-Württemberg fahren, dann haben Sie vor 20, 30 Jahren ständig den Sender wechseln müssen. Den Sender eben nicht. Also haben Sie ständig Ihren Empfänger nachjustieren müssen, selbst wenn Sie SWR 1 hören wollten. Und der ausgestrahlt wurde vom Bodensee bis Viernheim, bis Mannheim. So, den hat es überall gegeben, aber es waren immer wieder andere Frequenzen, weil die sich ja in den Überlappungsgebieten der beiden Sender hätten sich ja dann beide gestört. Dann hätten sie ja auf der gleichen Frequenz, meinen wir auch das gleiche Signal, aber mit Interferenzen empfangen. Und das hätte man nicht gewollt. Also hat der da unten meinetwegen bei 93,5 gesendet und ein paar Kilometer weiter oben im Norden bei 97,8 oder so. Und da mussten sie von Hand nachstellen. Das ist natürlich mit RDS und all sowas und hier automatischen Senderlisten und sowas nicht mehr so, sondern die sind hinterlegt im Radio. Und wenn der merkt, der Empfang-Level wird zu schlecht, dann fängt er an zu suchen. Das macht er eventuell mit dem zweiten Tuner, dass sie es nicht mehr mitkriegen. Und dann springt er rüber auf den besseren Empfang. Und ändert auch die Frequenz. Nicht? Die wählt er sich dann automatisch. Das merken Sie manchmal, wenn Sie so einen Sendersuchlauf machen und dann haben Sie irgendwo einen Sender gefunden. Der gefällt Ihnen aber nicht. Und dann machen Sie den Suchlauf weiter und dann fangen Sie da unten an. Da kommen Sie in eine Endlosschleife rein. Warum? Weil Sie nämlich auf den Sender gesprungen sind bei 104,1 beispielsweise. Dann hat er aber gemerkt, oh, da empfange ich den schlecht. Bei 97,3 empfange ich ihn besser. Dann springt er auf 97,3. Und wenn Sie jetzt den Sendersuchlauf wieder starten, dann fangen Sie bei 97,3 wieder an und nicht bei den 104, wo Sie schon mal waren. Klar? So, das liegt aber nur daran, wie Ihr Radio funktioniert. Das hat mit der Technik hier erst einmal nichts zu tun. Und das ist ja eine der Errungenschaften in Anführungsstrichen gewesen, dass man schon mit einem ganz normalen UKW-FM-Empfang, frequenzmoduliert Empfang, durch das ganze Bundesland durchfahren konnte, ohne dass man von Hand den Sender wieder suchen musste. Von RDS. Das kommt über RDS, ja. Mit rein, diese Tabellen. Und dann weiß er, wo er weitersuchen muss. Und wenn das irgendwie nicht so richtig funktioniert oder eine alte hinterlegt ist oder so, dann springt er halt auch mal. So, also, was ist hier der Punkt? Wenn Sie Frequency Division Multiple Access machen, haben Sie Schutzbänder drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir müssen ja nicht wirklich FDMA betreiben. Wir könnten ja auch, hier sind übrigens nochmal hier die Sender, die man so im Raum Karlsruhe empfangen kann, mit den entsprechenden Aussendestellen genannt. Das rechteste ist die Peilung. Also wenn ich in Karlsruhe am Schloss stehe und den 29 Grad peile, dann ist in 51 Kilometer Entfernung der Sender Heidelberg-Königstuhl. Der mit 100 Kilowatt sendet. Bitte? Das ich mir Rate immer ausprobieren, dass die Peilung stimmt. Ja, man empfängt die gut, ist ein Rundstrahl. Aber wenn man jetzt so eine Dachantenne hat, die dann so ein Yagi-Dings da für Radio, dann ist man ja da ein bisschen beschränkter. Ja, nee, wieso empfängt? Nee, beschränkter ist ja nicht. Wenn Sie nicht beschränkt sein wollen, dann knipsen Sie die Yagi ab und machen Draht dran. Dann sind Sie nicht mehr beschränkt in der Richtung.
Im Gegenteil, das ist ja der Vorteil. Sie können ja hier den vielleicht relativ weit entfernten Heidelberg-Königstuhl ganz wunderbar empfangen, weil Sie ja mit einer Gewinnantenne sich darauf fokussieren können in Richtung 29 Grad. Muss es ja nicht immer alles scheiße. Es ist ja, manche Sachen haben ja auch Vorteile, ne? Also natürlich, da haben sich extrem viele Leute Gedanken gemacht. Nein, das ist meine Hausübliche, dass ich eine Jagd aus So, und hier haben Sie ja den SWR 2 Rheinland-Pfalz und finden wir den SWR 2 nochmal aus Baden-Württemberg. Den gibt es gar nicht hier. Aber den SWR 1 aus Baden-Württemberg haben wir natürlich hier 1, 2. Ah, da ist ja SWR 2 Baden-Württemberg, genau. Ja, einmal vom Donnersberg, einmal von der Hollisgrinde. Okay, also völlig Standard, völliger Standard. Die Frequenz, in den Frequenznetzungsplänen der Bundesnetzagentur sind die Dienste von 9 kHz bis 275 GHz reguliert. Da steht drin, was sie wann wo machen dürfen. Hier im Labor trauen wir uns natürlich immer ein bisschen mehr, als man so draußen machen würde. Aber sie können nicht einfach hier eine Mobilfunkbasisstation aufbauen. Das gibt Ärger. Ich kann das mal probieren, aber sie können auch nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt mal Radio. Bei 276 GHz können Sie hier eine UMTS-Basisstation aufbauen, wenn Sie wollen, ja. Und wenn Sie das können. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn Sie auch die entsprechende Reichweite haben, insbesondere durch die Wände durch, ist das also gar kein Thema. Sehr gerne. Müssen nur aufpassen, dass Sie nicht irgendwie hier mal einen Nacktscanner aufgebaut haben plötzlich. Ne? Die funktionieren im ähnlichen Frequenzbereich. Okay, so. Alternative hier ist natürlich hier das Time Division Multiple Access. Da könnte man jetzt natürlich sagen, das geht noch ein bisschen, geht vielleicht sogar einfacher. Da teile ich einfach meinetwegen einen Frequenzbereich. Meinetwegen könnte man natürlich, das ist sehr, aber sehr unpraktikabel, man könnte natürlich sagen, man teilt irgendwie das ganze Frequenzband auf und sagt einfach nur, zu jeder geraden Sekunde darfst du und zu jeder ungeraden du und so weiter. Ne? Sagt also, zwei Nutzer unterscheiden sich nicht in der Frequenz und nicht im Ort, sondern nur in der Zeit, in der sie aussenden dürfen. Ist beim GSM zum Beispiel komplett umgesetzt. Da ist der gesamte Zeitstrahl in 8 Zeitschlitze aufgeteilt und Sie haben als normaler Sprachnutzer immer nur einen von diesen 8. Das heißt, ein Achtel der Zeit dürfen Sie senden und alle 7 Achtel der Zeit sind die andere dran. Okay, so, da könnte man jetzt hier naiv hergehen und könnte sagen, okay, wenn der eine gerade fertig ist, kann der nächste sofort anfangen, wir brauchen keine Guardbands mehr. Das stimmt aber so nicht. Das stimmt aus zwei Gründen so nicht, weil nämlich zum einen Sender und auch Empfänger nicht ideal schnell eingeschaltet werden, sondern es dauert ja immer eine Zeit, bis Kondensatoren, Kapazitäten und so weiter aufgeladen sind, bis ein Sendeverstärker seine volle Leistung entfaltet hat, weil da ja ein bisschen Energie rein muss, ne? So, bis der richtig eingeschaltet ist, das dauert eben. Und in dieser Zeit kann der nicht qualitativ hochwertige Signale aussenden. Also braucht man so eine Vorlaufzeit. Aber er stört schon. Ja, bisschen doof. So, also braucht man da so eine gewisse Vorlaufzeit, so eine gewisse Zeit, wo eben die Aussendung abklingen können und anklingen können. Und dann haben wir natürlich beim Funk immer noch das Problem, dass meinetwegen zwei Sender, nehmen Sie an, das sind zwei Handys, an einem doch etwas unterschiedlichen Ort sind, aber mit einem gleichen Empfänger sprechen wollen. Das heißt, die ganzen Dinge haben hier zwei unterschiedliche Aussendungen und auch das führt dazu, dass eben eventuell zu unterschiedlichen Zeiten oder an unterschiedlichen Zeiten hier empfangen wird. Hier ist es zum Beispiel so gemacht, dass der Sender 1 ja ein bisschen weiter entfernt ist als der Sender 2. Der würde jetzt also ein ganz bisschen früher aussenden als der Zweier, plus seine Zeitschlitzzeit. Ne? Und dadurch, dass der eben eine längere Laufzeit hat zum Empfänger, empfängt der eben genau in dem Raster, in dem er es gerne hätte, das Signal. Ne? Genau, also dadurch, dass der hier eine längere Laufzeit hat, sollte er etwas früher aussenden, als er eigentlich muss. Diese frühere Aussendung wird durch die längere Laufzeit kompensiert, sodass die eben genau in dem Raster am Empfänger ankommen, wie man es gerne hätte. Aber auch das ist nicht ideal und auch das erfordert gewisse Guardbands.
also auch Schutzzeiten, damit die nicht ineinander, denn das wollen sie ja nicht, dass diese beiden Pakete hier ineinander laufen, dann haben sie nämlich Bitfehler. So. Das ist jetzt, was wir jetzt betrachtet haben, zunächst nur der Access. Also ich habe zwei zwei Dienste, die in irgendeiner Form gleichzeitig oder auf der gleichen Frequenz oder im gleichen Frequenzband oder so stattfinden sollen. Die beiden wollen eben mit dem sprechen. Oder ich habe eben zwei Radiosender, SWR1 und SWR3 oder sowas, die auf unterschiedlichen Frequenzen dann eben senden. Die greifen auf das Medium Luft zu. Das ist der Access dabei. Es sind mehrere, deswegen Multiple. Und sie sind eben entweder getrennt über die Zeit oder über die Frequenz. Jetzt habe ich in der Kommunikation beim Radio eben nicht, aber in der Mobilkommunikation immer noch das Ding, ich will ja auch zurück. Also ich habe nicht nur den Access, sondern ich habe auch noch den Duplex, weil nämlich irgendwann die Basisstation auch mit mir sprechen möchte. Ansonsten macht das also wenig Sinn. Also würde ja den Sinn und Zweck eines Mobiltelefons nicht nur halbieren, sondern wesentlich mehr als halbieren, wenn ich nicht auch noch hören könnte, sondern nur sprechen. Ja, ist ja denn, ich möchte nur Vorlesungen verteilen, so wie Radio. Bitte? Genau, ne? Der Volk, das Volk empfängt. So, also müssen wir uns darüber auch noch Gedanken machen, wie wir die Rückrichtung herstellen können. Und bei dem Lichtwellenleiter ist das relativ einfach. Da hat man eben eine Leitung hin oder eine zurück. Das ist die SDH-PDH eigentlich übliche Richtung. PDH ist jetzt nicht optisch. Das ist auch beim optischen Ethernet so. Das ist bei, zumindest bei dem Standard, das ist bei dem Passive Optical Networks, wo man versucht, mit einer Faser ins Haus zu kommen, dann nicht so. Da hat man Frequenzduplex, also da wird auf einer anderen Wellenlänge, dasselbe wie Frequenz, Wellenlänge zum Haus gesendet, wie zurückkommt. Trennt man dann über interferometrische Schaltungen oder sowas. Beim Ethernet Twisted Pair wissen Sie, solange Sie nur Gig Ethernet betreiben unter Gig Ethernet bleiben, haben Sie dedizierte Adernpaare für jede Richtung. Wird eventuell ausgehandelt oder ausgemessen, wer gerade auf welchem Adernpaar sendet und wer da empfängt. Über Auto-Negotiation, wenn Sie in die höherdatenratigen Übertragungen gehen, Gig Ethernet, Gigabit, 10 Gigabit Ethernet, nutzen Sie Adernpaare für beide Richtungen. Da brauchen Sie dann aber schon massive Echo-Cancellation da drin, sodass Sie also wirklich sich vorher ausrechnen, wie kommt denn die Störung an und die dann wieder abziehen vom Signal. So, nutzen also da eben die Kabel besser aus. Aber auch da hat man eben dedizierte, oder eben auch im Ethernet, in den langsameren Ethernet-Standards hat man dedizierte Leitungspaare. Okay, so, dann haben wir die Freunde hier vom Frequency Division Multiple Access und Time Division Multiple Access, nämlich Time Division Duplex, meint jetzt schon zwei unterschiedliche Nutzer, nämlich Sender und Empfänger, die aber dann ihre Rollen tauschen. Also das ist so das, was Sie vom ganz normalen Funkgerät her ganz bestimmt kennen, wenn Sie so als Kinder mal so CB-Funk, Walkie-Talkies gespielt haben und so, da sagt man am Ende immer ganz wichtig Over. Und nimmt den Finger von der Taste und dann ist der andere dran. Ja, ist doch so, oder? Und nicht die Selbststörung zu machen. Ja, oder Roger, ne? Irgend sowas. Also, das war dann das Acknowledge, ne? Also, hat man da kann man das haben Sie vielleicht als Kinder schon erfahren, nicht? Dass man das so machen kann und den Finger von der Taste ist ganz wichtig, nicht? Mir hat irgendeiner immer drauf gedrückt. Das waren Sie wahrscheinlich selber. Nee. Okay. Bei Ihnen begann dann jede Aussendung mit Aber, oder? Okay. So. Das ist im
Im maritimen Funk bis vor gar nicht so langer Zeit, also vielleicht vor 15 Jahren oder so, ist das auch durchaus üblich gewesen. Ganz normaler Sprechfunk, nicht? Und es ging eben nur in eine Richtung eigentlich. Und dann hat man, bitte? Ja. Ja, den Schiffsfunk hat man mittlerweile auch auf digital umgestellt. Da hat man es dann, da hat man das nicht mehr so. Aber in dem normalen Sprechfunk am Wochenende werde ich das auch wieder betreiben mit diesen Walkie-Talkies und so. Also die Übertragung ist mittlerweile auch digital, aber die Funktion mit dem Access ist immer noch die mit dem Taste drücken. Nicht? So, und ja, eine andere Variante ist natürlich auf unterschiedlichen Frequenzen zu senden. Könnte man natürlich auch machen, macht man zum Beispiel beim UMTS. Da ist der Uplink auf einer anderen Frequenz wie der Downlink. Wir gucken uns mal den Zusammenbau hier im GSM zum Beispiel an, wie das funktioniert. Da haben wir nämlich von 880 MHz bis 960 MHz das gesamte Band, das man nutzen kann. Das ist das 900 MHz GSM-Band, das so völlig standardmäßig als altes D-Netzband bekannt ist. Im unteren Bereich haben wir den Uplink. Im oberen Bereich haben wir den Downlink, also das ist Basisstation, sprich mit Handy, und das ist Handy, sprich mit Basisstation. Der von einem Handy genutzte Uplink-Kanal und zugehörige Downlink-Kanal hat eine Differenz von immer 45 MHz. Das heißt also, wenn ich hier den Kanal ändern würde in die Richtung, springt der gleich mit. Also die gehören zusammen. Also immer 45 MHz dazwischen. Der Unterschied zwischen dem höchsten Uplink-Kanal und dem niedrigsten Downlink-Kanal sind die 10 MHz. Das ist das Guardband. Das ist im Prinzip das, was die Basisstation braucht, damit sie wirklich die Sender und Empfänger voneinander trennen kann. Das bei 900 MHz mit 10 MHz Sperrband zu machen, ist nicht gar so einfach. Das macht man nicht einfach mal mit einem L und einem C, was man so als SMD einfach ins Handy einbauen könnte oder mit einem kleinen Keramikfilter oder so, sondern da braucht man eventuell Cavity-Filter, oben welche liegen. Die sind dann so ein bisschen größer. Das heißt, allein das Filter würde letztlich bestimmen, dass Ihr Handy so groß wird. Das ist nicht so richtig verkäuflich gewesen. Deswegen muss man im Handy sich noch andere Tricks einfallen lassen, zu dem ich gleich noch komme. Auf der Basisstation kann man das aber. Das ist ja eine große Box, die da irgendwo im Keller steht oder auf dem Dach steht. Und da kann man sich solche Filter gönnen. Abgesehen davon braucht man weniger Basisstationen und die Filter sind teurer. Also systemmäßig lohnt sich das so. So, was macht man beim Handy noch? Gleichzeitig gehört auch zu so einem Uplink-Kanal, nutze ich nur einen von 8 Zeitschlitzen. Also ich kann hier auch Sprache, ich sende hier und dann letztlich hier 8 Zeitschlitze weiter, da nochmal und da nochmal und da nochmal. Das Handy oder auf der Gegenseite wird das Ganze Sprachsignal hier natürlich wieder dekodiert und in der Zeit gestreckt, sodass das dann zu einem kontinuierlichen Tonstrom wird, nicht? Und nicht abgehackt immer nur so ein Achtel der Zeit. Aber das ist eine andere Frage, das hat mit der Übertragung erstmal so nicht so viel zu tun. Die anderen Nutzer können jetzt andere von diesen Zeitschlitzen nutzen, die mich aber nicht interessieren, weil der ist potenziell gar nicht im gleichen Raum, sondern einfach weiter weg oder sowas. An der Basisstation kommt es aber gleichzeitig an. Gleichzeitig und sendet die Basisstation den Downlink zu einer anderen Zeit als den zugehörigen Uplink. Also wenn ich jetzt hier im Zeitschlitz 1 meinetwegen meinen Aussender habe, dann würde ich empfangen im Zeitschlitz 4, also hier. Das heißt also, ich brauche im Handy gar keinen Filter, sondern ich kann im Handy umschalten. Ich kann es auf Senden schalten und dann habe ich hier 2, 3 Zeitschlitze Zeit, um umzuschalten auf Empfangen. Mache im Handy also letztlich einen Zeitbereichsmultiplex. Deswegen brauche ich da nicht so tolle Filter, weil das kann ich mit dem Schalter machen. Also ist auch kein mechanischer Schalter, ist vielleicht ein mikroelektronisch-mechanischer Schalter, also ein MEMS-Ding oder ist ein Halbleiter oder so. Mittlerweile nimmt man da MEMSes und die schalten einfach um. Die Frequenz muss mit umspringen. Ja, das ist aber nur noch ein Lokaloszillator. Ich brauche aber kein scharfbandiges Filter mehr. Ja? Ja, schlau, ne? Die Details machen wir jetzt gleich alle. Also kommt jetzt alles, weil ich nämlich jetzt hier mal beispielhaft das GSM-Band untersuchen möchte mit Ihnen.
So, das ist das Extended GSM-Band im 900 MHz. Wir haben einen Uplink von 880 bis 915. Und wir haben einen Downlink von 925 bis 960. Das ist letztlich genau das, was ich oben gezeichnet habe. Die Lücke ist 10 MHz. Die Kanäle haben einen Abstand, das ist der erste Teil der Antwort auf Ihre Frage, von 200 kHz zueinander. Ja, da steht es. Also hier, deswegen ist das auch nicht maßstäblich gewesen. Einer von diesen Dingern hier ist halt 200 kHz breit, also vom Maßstab passt das gar nicht. So. Das brauchen wir noch nicht. So, dann haben wir ein Zeitmultiplex-Verfahren. Und in diesem Zeitmultiplex-Verfahren gibt es 8 Zeitschlitze, die 5,769 Millisekunden lang sind. Das ist irgendwie eine Zahl, die nicht so ganz aufgeht. Jetzt kommen wir gleich drauf, wo das alles herrührt, mit den Perioden und so weiter. Und bei der normalen Sprachübertragung, was anderes betrachten wir jetzt im GSM einfach erstmal gar nicht, hat jeder Nutzer nur jeden 8. Zeitschlitz zur Verfügung, hatte ich eben schon gesagt. Dann haben wir die Modulation, die wir leider nicht besprochen haben, nämlich die Frequency Shift Keying. Stellen Sie sich einfach eine QPSK vor, sie sieht so ähnlich aus. Auch 2 Bit pro Symbol kriegt man hier jetzt eigentlich übermittelt. Und die Parameter für eben diese FSK wären angegeben mit B mal T gleich 0,5, was als Kehrwert natürlich 2 ergibt. Und das sind genau diese 2 Bit, die da pro Symbolperiode übermittelt werden können. Mehr kriegt man da nicht drauf. Okay, so. So ein Zeitschlitz hat in der Theorie 156,25 Perioden und damit so eine Datenrate von 1 durch T von 270,833 Kilobit pro Sekunde. So, gerade mal was gucken. Was zu einer, da wollte ich nämlich gerade an der Stelle weitermachen, aber auf das andere komme ich noch hoch. Was zu einer reinen Bandbreite hier von der Hälfte, nämlich 135,42 kHz führt. So, damit haben wir nämlich schon den ersten Effizienzbetrachtungsbereich hier, nämlich wir haben, nutzen nämlich nur eine Bandbreite von 135,42 Kilohertz in einem 200 Kilohertz Raster. Das heißt, wir haben hier, nutzen den Kanal nur zu 67,71% aus. Der Rest ist Guard Bands. Ja, wir müssen ja die Kanäle auch noch voneinander trennen in der Frequenz und das ist einfach nur Schutzband da. Man könnte, aber tut nicht beim GSM. GSM ist ein Einträgerverfahren. Nur von der Logik. Ja, man könnte. Nö, man könnte das jetzt hier noch spreizen, dann wird die Effizienz dann noch weiter runtergehen. Tut man aber nicht. Weil damals, also Hintergrund, warum tut man das nicht? Die ganzen Probleme kannte man natürlich vorher schon, aber warum tut man das mit dem GSM nicht? Es standen einfach nicht genug Rechenleistung in den 80er Jahren zur Verfügung, um das zu tun. Da müssen Sie natürlich auch dieses Entspreizen, das ist ja eigentlich ein digitaler Vorgang, digitale Multiplikation, da brauchen Sie auch die entsprechenden leistungsfähigen Prozessoren, die das können. Die stehen heute natürlich zur Verfügung, aber da nicht, in den 80ern. Ne? Doch, klar. Macht man ja im UMTS auch. Aber wir sind beim GSM hier. Ne? Ja. So. So, da haben wir die 135,42 Kilohertz, die wir nutzen, auf einem Raster von 200 Kilohertz. Irgendwas wollte ich jetzt noch Wichtiges sagen, aber scheint doch nicht so wichtig zu gewesen zu sein. Das hätte ich jetzt das nicht vergessen. Lass uns einfach mal weitermachen. Das ist jetzt nicht so schlecht, nee. Nehmen Sie allein einen Root-Race-Cosine-Filter. Root-Race-Cosine-Filter mit einem Alpha,
Also Access Bandwidth von 22%, also AlphaGleich 0,22. Da haben sie ja schon 22% allein für das Root-Race-Cosine-Filter, für die Verbreiterung aufgrund des Filters gegenüber dem Signal drin. Ne? Und da sind sie jetzt hier mit ihren paar 30%, die wir hier verlieren, auf der ganzen Strecke, also inklusive auch der Hive, und so gar nicht so schlecht. Und jetzt kommen wir natürlich, wir sind noch nicht bei den ganz entscheidenden Punkten. Jetzt kommt natürlich noch die Betrachtung hier, wie ist ein Zeitschlitz aufgebaut. Das ist das bunte Bild hier oben. Da. Naja, also was ist jetzt in so einem Zeitschlitz drin und was ist eben jetzt wirklich Nutzdaten da drin und was ist irgendwie Guard Band und oder Guard Period in dem Fall und was ist davon wirklich nutzbar und was brauchen wir zur Synchronisation? So, und da brauche ich jetzt mal den Zettel hier, sonst komme ich hier nämlich auch nicht ganz mit dahin. So, also erst einmal haben wir haben jetzt hier 156,25 Perioden, können Sie gleich gerne nachrechnen, wenn Sie wollen. Da haben wir 2x57 Bit, da Daten. Also mehr ist da gar nicht drin, ne? 114. Und die sind noch nicht einmal, also das sind die Nutzbits, die da übertragen werden, aber das ist noch das Rohkodiert, also da ist die Kodierung noch nicht abgezogen. So, dann haben wir hier in der Mitte die Trainingsequenz von 26 Bit drin. Das ist genau das, was man verwendet, um eben da die Frequenzversatz, Zeitversatz und so weiter von dem Ding zu bestimmen. Ne? Warum legt man das in die Mitte? Weil man dann natürlich die minimale Entfernung von Anfang und Ende hat. Ne? Wenn man es an den Anfang legt, dann haben Sie nämlich die maximale Entfernung bis zum Ende hin. So, hat natürlich hier zur Folge, Sie müssen das erstmal irgendwie zwischenspeichern, bis Sie die Trainingsequenz finden können, ausgerechnet haben und dann können Sie das alles zurückrechnen. Ne? Ansonsten könnte man natürlich sagen, du machst das erst einmal und dann kannst du alles daraus ableiten. Hätte den Nachteil, dass man eben die maximale Entfernung zwischen Endpunkten hätte und so hat man die minimal. Deswegen legen wir es in die Mitte. So. Dann haben wir hier noch so ein Tailbit hier in der Mitte. Da. Und dann haben wir hier vorne und da hinten und da auch noch diese Tailbits, die einfach auch dazu dienen, um den Verstärker ein- und auszuschalten. Also da fahren sie hoch, da fahren sie wieder runter und da soll Ruhe sein. Das ist eben einfach nur hier die Guard Period, die man eben braucht für eventuelle Laufzeitunterschiede. Da, zwischen den Zeitschlitzen, weil die Nutzer an unterschiedlichen Stellen stehen. So, das heißt also, sie haben hier gar nicht mal so viel wirklich Daten drin in den 156,25 Perioden. Da sind dann bloß 114 Bit drin, die Sie wirklich für sich nutzen können drin. Okay, so, damit kommen wir zur nächsten Effizienzbetrachtung hier. Nämlich der nächste Schritt ist, wie viel Bit kann ich eigentlich nutzen in dem, was hier zur Verfügung steht, nämlich 114 in den 156,25. Also hier nochmal eine Effizienzbetrachtung von 72,96%. Wenn Sie die Gesamteffizienz jetzt schon ausrechnen wollen, müssen Sie die beiden Zahlen miteinander multiplizieren. Und dann kommen Sie mit 0,6 mal 0,7, kommen Sie auf vielleicht die Hälfte oder so. Also Sie sind bei Effizienz bei 50%, viel mehr ist das noch gar nicht. Und wir sind noch nicht am Ende. Sondern jetzt müssen wir uns natürlich noch betrachten. Jetzt wollen wir nicht durcheinander kommen hier. Nochmal kurz betrachten, wie sieht die Codierung eigentlich in dem Ding aus? So. Dann nehmen wir zunächst mal also den gesamten Aufbau eines Frames. Ein Frame besteht jetzt aus mehreren, wir sehen gleich wie vielen, aus mehreren Zeitschlitzen. Dann nehmen wir erst einmal 4x60, also 240 Informationsbits. Die kriegen vier Tailbits irgendwie hinten dran, so damit der Codierer auch wieder auf die Null runterläuft. Das haben Sie in einer anderen Vorlesung gelernt. Ne? Und dann wird das mit einem Faltungskodierer mit der Rate 1,5 aufgeblasen auf 488 Bits. Also einfach mal verdoppelt. Ne? So, weil Sie hier eine hohe Redundanz drin haben und weil die Rate nicht so richtig passt, können Sie hier
32 Bits wegfallen lassen, haben wir eine Punktierungsrate also von 57 von 61. Also von 61 Bits übertragen Sie nur 57. Da kommt die Zahl schon, ne? Übertragen Sie nur 57 Bits und mehr nicht. So, das heißt also, Sie haben hier 456 Bits nach der Kodierung und Punktierung. Die werden dann mit einem Interleaver auf insgesamt 22 Schlitze verteilt. Interleaver haben Sie mal kennengelernt? Da muss ich gleich nochmal nach der Pause vielleicht ein buntes Bild raussuchen. So, was man machen möchte, ist ja, dass man die Bits, die eigentlich nebeneinander sind, möglichst weit verteilt, weil dann die Chance relativ groß ist, dass nicht beide gleichzeitig kaputt gehen. Weil das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist ja normalerweise, dass irgendwie zwei benachbarte oder mehrere benachbarte Bits kaputt gehen und da Fehler drin sind, dann kommt der Codierer nicht mit. Wenn hier mal eins kaputt ist und da mal eins kaputt ist, ist das nicht so tragisch. Also verteilt man das auf insgesamt 22 Zeitschlitze. Heißt im Umkehrschluss, Sie müssen auf 22 Zeitschlitze warten, bis Sie das alles wieder zusammenfassen können, damit Sie den Tonstrom für Ihre Ohren da generieren können. Also das ist aber jetzt nicht Gegenstand der Betrachtung. So. Effektiv kann man sich das so zurückrechnen, dass Sie das Ganze jetzt auf 4 Zeitschlitze verteilen. Also insgesamt 8 57-Bit-Blöcke entstehen. Also ich habe die Verteilung von 74 auf 22, die real passiert, virtuell runtergebrochen auf 8. Nur um die Effizienz zu betrachten, mehr wollte ich nicht machen. So, und dann haben Sie hier also 4 Zeitschlitze mit einer zeitlichen Länge von 5,769 Millisekunden, wo Sie insgesamt hier 4 mal 60 plus 1, das ist das Tailbit an der Stelle, mal die Raten Datenbits drauf haben. So, Sie kommen also hier auf eine kodierte Datenrate von 19,76 Kilobit pro Sekunde. Nach der Kodierung sind das 10,4 Kilobit pro Sekunde, beziehungsweise je nachdem, wie Sie es ausnutzen, wenn Sie von 10,4 ausgehen, sind es 9,6 Kilobit pro Sekunde. Und das ist genau das, was Sie für die Sprache, was Ihnen für die Sprache zur Verfügung steht. Jo. Und was wir hier nicht betrachtet haben, ist, dass eventuell noch ein paar Bits hier für den Control-Kanal missbraucht werden. Das haben wir hier mal außer Acht gelassen. So, wir kommen also zu dem nächsten Punkt, dass Sie hier noch einen Effizienzfaktor von der Codierung drin haben. Das also und der Ratencodierung, sodass eigentlich hier nur wirklich 61 Bit wirkliche Nutzinformationsdaten sind, die Ihnen bei 2x57, also bei den 114 zur Verfügung stehen. Sie kriegen also jetzt hier nochmal einen Faktor von ca. 50% raus. Das ist die Kodierungsrate minus die Punktierungsrate, ne? Oder durch die Kodierungsrate da. Das war das 1,5 und das war hier dieses 61 durch 57. Sie gucken so, verliere ich Sie oder staunen Sie? Ja, genau. Da kommt sowas raus. Das heißt also, eigentlich ist die Effizienz von dem, was Sie hier betreiben. Sie hätten vielleicht gedacht, Sie können jetzt pro Hertz Bandbreite mindestens ein Bit Daten übertragen. Das ist nicht so. In etwa ist es so, Sie kriegen pro Hertz Bandbreite und pro Sekunde etwa ein Viertelbit rüber an Information, an echter Information. Ne? Weil für Guard, Steuerung, Synchronisation, Codierung, also Sicherung und so weiter, ganz schön viel drauf geht. Wenn Sie sich überlegt haben, dass wir im Prinzip, also eine FSK mit B mal T gleich 0,5, also im Prinzip von der Wertigkeit eine QPSK verwendet haben, hätte man ja naiv sagen können, okay, ist ja super, pro Hertz und Sekunde kriege ich 2 Bit rüber. Das ist aber nicht so. Ne? Also wenn man das noch mit noch nimmt, dann hat man gegenüber dem, was man aus der Kanalkodierung schon erwartet hätte, vielleicht ist eine Effizienz von irgendwie einem Achtel und nicht nur einem Viertel. Aber wir haben noch gar nicht den Killer. Der kommt noch. Wenn ich jetzt eine andere Modulation mache und dann wird der Wert noch schlechter. Ja.
wenn ich mehr, ich kriege gar nicht eine Variante, aber wenn ich mehr, kriegt sie einen. Nee, das ist falsch. Also Sie könnten jetzt natürlich eine, wir haben eine QPSK, jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine 8PSK. Ja. Eine 8PSK hat drei halbe mehr. Also eine 8PSK überträgt 3 Bit pro Symbol. Und momentan kriegen wir nur 2 Bit pro Symbol rüber. Das heißt, Sie kriegen da 50% mehr raus. Ein Viertel mal 50%. 3 Achtel 37, kommt auf 37% oder sowas. Oh, okay, das kann sein. Ja, das kann sein. Darüber habe ich jetzt nicht gesprochen. Kann sein, dass Sie dann eine höhere Kodierungsrate nehmen müssen. Dann sind Sie halt bei einem Drittel und nicht bei einem Halt, dann haben Sie schon wieder weg. Wenn Sie die richtige Kodierung dazu haben, bringt es das unter gewissen Kanalbedingungen. Genau, aber immer unter gewissen. Ja, natürlich. Deswegen macht man ja auch zum Mars irgendwie keine 64er QRM oder so. Sondern wenn Sie eine High-Order-Modulation machen wollen, dann ist das immer nur bei guten Kanälen. Also da, wo Sie in, so wie jetzt, ne? So dicht am Sender sind. Oder Funkstrecken, nicht? Da kann man sowas machen, da hat man dann einen guten Signal-Rauschabstand, da hat man auch einen Kanal, der vielleicht nicht sonderlich wundbehaftet ist, sondern eben wirklich ein AWGN oder so. Da können Sie das hochtreiben und da, wo Sie schlechte Kanäle haben, fallen Sie dann relativ schnell auf eine QPSK oder BPSK sogar runter. Und wenn die nicht mehr geht, dann geht halt nichts mehr, ne? So. Ja, gut, also das haben wir jetzt, aber wie gesagt, der Killer ist noch nicht da. Der Killer kommt nämlich noch. Nee. Ich gehe jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Ich habe jetzt erstmal hier eine Effizienz von 0,26 Bit pro Herz und Sekunde rausgekriegt. Klingt nicht viel. Mehr ging aber dann auch nicht oder hatte man halt nicht. So, jetzt muss ich das Netzwerk noch betrachten. Ein Netzwerk kann ich zunächst mal betrachten, dass ich ja für Übertragung nicht alles zur Verfügung habe, sondern mindestens die 10 MHz in der Mitte mir erstmal nicht nutzbar sind. Wenn Sie sich zurückerinnern an das Bild mit dem Duplex und so, dann fehlten ja die 10 MHz in der Mitte. Die stehen mir schon mal nicht zur Verfügung. Mittlerweile nutzt man die eventuell für andere Dienste auch dazwischen, aber das ist nicht so dramatisch. Da kriege ich jedenfalls aus diesem Duplex-Abstand noch eine Effizienz von 87,5% raus. Das ist die bislang höchste Zahl, die wir hier hatten, ne? Also kann Sie schon mal entspannen. Das macht es nicht besser, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Sie sind mittlerweile andere Zahlen gewöhnt. Wenn man da einen Dienst zwischen reinlegt, dann muss aber die Basisstation inzwischen auch besser befüllt haben. Also ja, oder man muss den so spezifizieren, dass der die nicht stört. Kann man ja auch. Der darf eben nur mit einer sehr geringen Leistung oder sowas senden. Also mittlerweile nutzt man diese Duplex-Lücken. Beim GSM weiß ich es nicht genau, aber beim UMTS nutzt man auch die. So, und dann habe ich das Netz. Sieht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, deswegen muss man es vielleicht mal erklären, was hier eigentlich was ist. Das ist eine Basisstation, dieses Weiße. Und diese Basisstationen haben typischerweise Sektorenantennen. Diese Sektorenantennen überstreichen 120 Grad. So, und eigentlich strahlen die natürlich rund. Weil aber rund an rund an rund so doof passt in solchen Bildern, macht man das sechseckig. Das zeichnet sich besser, da bleiben nicht so blöde Lücken stehen und gibt keine Überlappungen und so, ne? Deswegen baut man diese Bilder aus Waben auf. So. Und jede, bitte? Ist man jetzt merkt, dass man zwischen den Dorfpunkten hat. Da ist aber auch kein Berg und kein Hochhaus eingezeichnet in diesem Bild, ne? Sondern das ist ideal hier auf der Nordsee, ohne Welle. Also Ostsee. So, jetzt ist jede Farbe ist eine Frequenz. Ja, das heißt also, der strahlt in diese Richtung grün, da rot und da blau.
Jetzt muss ich natürlich aufpassen, das ist bei diesen Farben ganz relativ einfach, dass sich nie zwei Farben begegnen oder aneinander liegen. Weil wenn die sich aneinander liegen würden, dann würden sie sich ja an diesen Grenzflächen hier stören. Sondern da muss ich einen anderen Kanal verwenden. Führt dazu, wenn ich es ganz hart mache, und härter also geht nicht, die dürfen nur nicht aneinander liegen, nicht? Führt dazu, dass ich jede Frequenz nur zum Drittel ausnutzen kann. Oder eigentlich nur jede weitere, ne? Also gar nicht jede Frequenz in jedem Sektor ausnutzen kann, sondern nur jeden dritten Sektor, die Frequenz nur jeden dritten Sektor verwenden darf. Das ist eine Effizienz von 33% aufgrund des Netzwerks. Das ist die bislang schlechteste Zahl, Einzelzahl, die wir gesehen haben. Alle anderen waren besser. So, und das ist der Killer. So, und wenn Sie jetzt noch sagen, so, ich fühle mich nicht wohl, wenn da nur zwischen Rot und Rot einer so dazwischen ist, weil Topologie ist ja auch immer mal so ein bisschen schwierig und der eine steht mal auf dem Berg und der nächste im Tal und so weiter, da wissen Sie nicht, wie das mit den Reichweiten so ist. Und die könnten sich strahlen, da sagen Sie, Sie brauchen halt irgendwie noch einen zweiten Gartring da drumherum. Dann sind Sie ruckzuck bei einem Siebtel. Das ist 14%. Naja, das wird dann noch eine schlechtere Zahl. So, das heißt, jetzt sind wir eigentlich an dem Arbeitspunkt, den ich wollte. Das andere ist so Modulation und so weiter. Das ist jetzt nicht so ganz toll gewesen. Also eigentlich ist es sogar für Sie dramatisch schlecht gewesen. Ich habe immer in staunende Gesichter geguckt. Da kommen Sie auf 26%. Durch die Netzwerkbetrachtung mit dem Duplex-Abstand sind Sie dann nochmal mal 87, habe ich nicht ausgerechnet. Und wenn Sie jetzt nochmal die Netzwerkplanung mit berücksichtigen, sind Sie mindestens bei 33% nochmal da drauf. Also oder abgezogen eigentlich, wenn nicht unter schlimmeren Bedingungen sogar bei 14%. So. Ich habe es gar nicht ausgerechnet. Die Zahl war mir zu klein. Hm? 26 mal 87 mal 33. So, was haben wir da? Das ist das Duplex. So, da sind wir bei 6,7%. Alter, habe ich auch verkehrt rum getippt. So, dann sind wir bei 7,5%. Und wenn Sie das können, Sie natürlich nochmal halbieren, sind Sie bei 3-4% oder so. Spektrumsausnutzung. Gegenüber dem, was man vielleicht naiv erwarten würde. So, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Und dann sage ich was zum Thema Lösung. Da präsentiere ich nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung.